ist einfach ein wahnsinnig faszinierendes Land. Das hat es mir angetan vom ersten Moment an, dass ich da war. Und ich fühle mich oft eigentlich fast privilegiert, dass ich jetzt Augenzeuge sein darf, wie sich dieses Land und diese Gesellschaft so dramatisch verändert. Jan-Philipp Senka hat 4 Jahre in Hongkong gelebt, als er zwischen 1995 und 99 Asienkorrespondent beim Stern war. Seitdem reist er mehrmals im Jahr nach China, um dieses Land und dessen Bewohner immer besser kennenzulernen. Und seine Erfahrungen gibt er weiter, in seinen Romanen. So auch in seinem neuen Buch mit dem Titel Drachenspiele, dem Nachfolger von Das Flüstern der Schatten. Drachenspiele ist eine Mischung aus Liebesgeschichte und Krimi. Das ist einmal die Geschichte eines Mannes, der einen furchtbaren Verlust hatte, nämlich sein Sohn ist gestorben und der versucht, zurück ins Leben zu finden. Das ist natürlich furchtbar schwierig nach so einem Verlust und wenn es eine Kraft gibt, die ihn zurückholen kann, dann ist es die Liebe. Aber nicht jeder Mensch ist liebesfähig. Das ist so die Frage, ob dieser Paul Liebowitz, der in Hongkong lebt, noch liebesfähig ist. Auf der zweiten Ebene des Romans geht es um die Themen Umweltverschmutzung, Korruption und Rechtlosigkeit in China. Jan-Philipp Senka will seinen Lesern die Geschichte, Kultur und die heutigen Probleme der aufsteigenden Weltmacht näher bringen. Einerseits bewundert er die Chinesen, wie flexibel sie in den vergangenen Jahrzehnten mit den Veränderungen in ihrem Land umgegangen sind. Auf der anderen Seite sehe ich oft, wie sehr wir China missverstehen. Wir gucken immer nur auf die Wirtschaftsmacht, auf die beeindruckenden Zahlen und vergessen dann aber doch oft, was für ein unsicheres Land das eigentlich ist. Dieses große neue China, frage ich mich oft, auf welchem Fundament das eigentlich gebaut wird. Was sind die Werte, die dieses Land zusammenhalten? Das heißt, für mich habe ich das Gefühl, bin ich Augenzeuge eines Prozesses, wo die Menschen oder wo das Land, die Gesellschaft wirklich um seine Seele ringt. Wie soll das neue China aussehen? Und dieser Prozess ist in vollem Gange und das ist noch lange nicht entschieden, wie das neue China eines Tages aussehen wird. Eine wichtige Rolle in seinem neuen Roman spielt auch die Astrologie. Damit will der Autor den Konflikt zwischen östlichem und westlichem Denken aufzeigen. Jan-Philipp Senka beschreibt sich selbst als nicht sehr religiös, aber doch manchmal abergläubisch. Ich trage also so ein rotes Bändchen, was mir ein Chinese mal geschenkt hat, was mir Glück bringen soll. Und so ist das ja auch mit meiner Hauptfigur, die dann doch mal zum Astrologen geht, weil sie denkt am Ende, naja, schaden wird es nicht. Nach Drachenspiele soll es noch einen weiteren Folgeroman geben. Doch wie die Geschichte dann ausgehen wird, das steht noch in den Sternen.